Moin Leute, ja, unglaublich, wie viel Aufrufe und wie viel Daumen nach oben das Video mit mit dem China-Werkzeug hatte, wo ich mir den Motorschaden mit eingefangen habe. Echt faszinierend, wie viele Leute da Schadenfreude haben. Aber naja, nein, ist natürlich, ich glaube, war auch mal ganz gut zu sehen, dass China-Werkzeug nicht immer gut ist oder meistens nicht gut ist und dass man sich da mehr mit kaputt machen kann, als man glaubt. So, ich benutze natürlich auch weiterhin auch anderes, ich sag mal in Anführungsstrichen, Billigwerkzeug. Ne? Alles, was ich habe, das funktioniert auch und funktioniert eigentlich auch sehr gut. Gibt da diesen tollen Federspanner. Also ich bin von dem Federspanner sehr begeistert. Der funktioniert wirklich gut. Ich habe da schon, wie ich schon etliche Federn mitgemacht und der funktioniert wie am ersten Tag. Ich habe ihn auch mit Schlagschrauber benutzt, obwohl man das eigentlich gar nicht machen soll wahrscheinlich. Aber es funktioniert. Na, dann der Innenfederspanner für bestimmte Mercedes-Modelle, die Federn getrennt vom Federbein haben vorne. Das ist dieser Innenfederspanner. Der funktioniert wirklich auch sehr, sehr gut. Ja, Bremsenrückstellwerkzeug, darüber brauchen wir nicht reden. Ich denke, das ist kein Hexenwerk, dass das funktioniert. Habe ich auch schon ein paar Mal benutzt, funktioniert wirklich auch sehr gut. Das Werkzeug hatte ich mir angeschafft, um die Kolbenringe und also welche Kolbenringe er gewechselt hat bei Mercedes, beziehungsweise einen Kolben komplett wechseln musste. Habe ich mir das geholt, das funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut. Die Kolbenringzange, naja, da muss man schon ein bisschen aufpassen und ein bisschen üben. Also, mir ist kein Kolbenring kaputt gegangen, es hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Dann habe ich mir das Werkzeug geholt für meine E-Klasse, um die Traggelenke vorne zu wechseln. Ne, dafür braucht man den Achsschenkel nicht ausbauen, kann man im eingebauten Zustand. Wechsel funktioniert wie ich auch sehr, sehr gut. Die Vakuumpumpe hat bis jetzt auch seinen Dienst getan. Keine Frage. Also ich kann darüber, wie ich, nichts Negatives sagen. Die Sachen, die fehlen, die liegen drüben auf der Werkbank. Die habe ich zweckentfremdet. Ja, das ist Universal-Radlagerwerkzeug. Das funktioniert auch sehr gut. Das habe ich auch schon zweckentfremdet für andere Dinge. Nenne ich jetzt unbedingt fürs Auto oder eigentlich hatte ich das für Mercedes geholt. Funktioniert aber auch woanders. Funktioniert wirklich auch sehr, sehr gut. Ne? Wie man sieht, ist auch schon ein paar Mal benutzt worden. Das ist auch Werkzeug zum Ein- und Auspressen von Lagern. Ich hatte mir mal so eine 2-Tonnen- oder 3-Tonnen-Presse geholt, aber die Presse an sich war scheiße. Das Werkzeug ist in Ordnung. Nicht mehr ganz vollständig. Zumindest nicht in dem Koffer, das liegt auch drüben. Dafür hatte ich auch eine andere Verwendung. Ja. Einen von den Zylindern habe ich mal abdrehen lassen, weil wir beim BMW hinten ein Lager tauschen mussten. Da mussten wir uns auch ein Werkzeug für basteln. Ansonsten, ja, das ist so das günstige Werkzeug, was ich benutze. Ansonsten Stecksschlüsselsatz und also Ratschenschlüssel und benutze ich KS-Tools, funktioniert bis jetzt auch sehr, sehr gut, ist noch nichts kaputt gegangen, noch nichts abgerissen, noch nichts gebrochen. Kann ich auch nichts Negatives zu sagen. Ringschlüssel BGS, die funktionieren auch ohne Probleme. Ansonsten, ja, alles, was man sonst so braucht. Ne? Als Werkstattwagen habe ich mir mal einen billigen geholt. Da verabschiedet sich jetzt das ein oder andere. Was mich wundert, ist, dass die ganzen Knarren noch funktionieren. Und die ganzen Ratschen sind noch keine kaputt gegangen. Ansonsten, ja. Wie gesagt, ich wollte auch mal eine Lanze brechen für billiges Werkzeug. Dann habe ich noch hier so, ne, zum Bremsen und Lüften. Habe ich mir zugelegt, das funktioniert auch. Ich habe beim Audi die Bremse entlüftet, beim Polo habe ich jetzt die Bremse entlüftet damit und Bremsflüssigkeit gewechselt. Funktioniert bis jetzt sehr, sehr gut. Ist natürlich kein Profi-Werkzeug, aber wie gesagt, ich habe auch keine Profi-Werkstatt und von daher
Ja. Aber auch alles andere Werkzeug. Ne? Man kann natürlich auch teures Werkzeug kaufen. Aber wer sagt, dass das auch alles hier in Deutschland produziert ist? Auch wenn es ein deutscher, in Anführungsstrichen, Hersteller ist. Gut, also wie gesagt, wollte mal zeigen, was ich so benutze und was für mich super funktioniert, wo ich überhaupt gar keine Probleme mit habe. Wie gesagt, also den Federspanner, den kann ich wirklich empfehlen. Der ist gar nicht teuer. Ich muss mal nachschauen, was der gekostet hat. Aber ich meine, der war irgendwie, ich weiß gar nicht, zwischen 50 und 70 €. Da kann man nichts sagen. Und besonders, ne, man kann da eigentlich alle gängigen Federn mitmachen. Und natürlich auch eine sichere Geschichte als die alten herkömmlichen Federspanner. Ja. Das mal ein kurzes Zwischenvideo. Um das mal so zeigen. Nicht, dass mal der Meinung sind, ich schimpfe nur auf günstiges Werkzeug oder man kann kein günstiges Werkzeug kaufen. Natürlich ist es wahrscheinlich auch immer Glückssache, was funktioniert. Ich habe auch etliches Werkzeug, was ich mir mal gekauft habe, auch direkt wieder so gut wie nicht benutzt. Und zwar nur getestet und wieder zurückgeschickt. Ja, ansonsten gut. Wollte ich nur mal gesagt haben. Und dann danke fürs Zugucken. Ne? Abo dalassen, Daumen nach oben, kommentieren. Ne? Kritisiert mich ruhig für das billige Werkzeug, habe ich kein Problem mit. Wie gesagt, für mich funktioniert es. Und also das, was ihr hier seht, das kann ich definitiv auch weiterempfehlen. Wenn ihr Links dazu braucht, sagt Bescheid. Schicke ich gerne. Oder antworte dann auf die Kommentare. Alles klar, bis dann, haut rein. Ciao!